Oder genau das Gegenteil, nehmen Sie mal so eine Trendsportart wie Piercing. Ja? Jeder, der sich piercen lässt, der sagt im Prinzip sowas wie, das unterstreicht meine Individualität. Also man kann sagen, Individualität als Massenphänomen. Und um das zu verdeutlichen, habe ich hier diese vier individuellen Metronome mitgebracht. Die schubse ich jetzt einfach mal an. So. Also Sie sehen und hören, die Metronome ticken wirklich unabhängig voneinander, individuell. Das ist natürlich jetzt kein reales Abbild von unserer Gesellschaft. Wir sind zwar alle Individuen, sind natürlich trotzdem miteinander verbunden, beim Konsumverhalten, zum Beispiel über den Markt. Und diesen Markteinfluss, den kann man sehr, sehr schön mit Hilfe von dieser Schaukel hier demonstrieren. Da stelle ich die Metronome jetzt einfach mal drauf. So. Und lass die Schaukel los. Jetzt denken diese Metronome immer noch, ich bin total individuell. Geben wir mal einen Teil ihrer Individualität an diese Schaukel ab. Die fängt dadurch an, leicht zu schwingen. Dadurch werden die langsamen Metronome ein bisschen beschleunigt und die schnelleren ein bisschen abgebremst. Und dadurch entwickelt sich nach und nach, nach einiger Zeit, ohne äußeren Zwang, dauert noch ein bisschen. Ja, ein gemeinsamer Schwingungszustand. Nach und nach gehen die alle im Gleichschritt und die merken das noch nicht mal. Und genau so ticken wir auch. Deswegen auch der Ausdruck verschaukelt werden.